Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet nochmal aus Alaska. Denn bevor es hier geschlossen wird für mich, ja, der 12. September rückt näher und damit auch die Begrenzung auf Level 5, beziehungsweise die wird dann abgeschafft und ist höher gesetzt. Und da ich nicht weiß, ob das noch erreichbar ist mit meinem Level, dann machen wir jetzt mal schnell eins. Denn wir haben tatsächlich einen Fisch noch nicht gefangen, den es hier gibt. Und den wollen wir heute fangen. Wird mega spektakulär, ja, da könnt ihr euch schon mal richtig anschnallen jetzt, weil jetzt geht die Party richtig ab. Wird nämlich ein dickes Ding, ja, fast noch größer als der Alaska Blackfish, der Hecht, ja. Der schwimmt ja auch noch seine Bahn und ich werde den natürlich mit richtig dicken Gerät angehen, mit der Aurora 250, nämlich Prima 2000 und dem Medium Spoon 7,10 Gramm, wobei wahlweise auch ein anderer Köder. Gucken wir mal, was geht. 0,20er Fluch reicht auf jeden Fall vollkommen aus. So groß werden die hier nicht. Ich glaube, es gibt hier nicht mal Trophäenfische. Alles nur normal große bis knapp 3 Kilo, glaube ich, in der Liste drin. Also schauen wir mal, was da geht. Vielleicht versuchen wir mal mit Pulsen zu fangen. Habe ich aber noch nicht versucht. Machen wir dann gleich vielleicht mal live. Ja. Können wir vorstellen, dass das funktioniert. Also warum nicht mal versuchen. Aber erstmal spawnen wir an der Hütte. Warte mal, jetzt für eine Zeit, habe ich wieder nicht drauf geachtet. Morgens Wolke, bewölkt, müsste passen. Ist auf jeden Fall die Beißzeit ganz gut, denke ich. Also versuchen wir es. Wir laufen erstmal ein bisschen weiter nach unten. Falsche Route. Können schon mal die Spinnroute zur Hand nehmen. Laufen dann die Inseln hier runter, bis wir an irgendeine Insel kommen, wo hier links Kraut ist. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen weiter. Ich glaube, die nächste Insel ist es erst. Das sieht so aus. Ja, hier mal Kraut, hier stellen wir uns hin. Und dann hauen wir das Ding einfach da Richtung Mitte der anderen Insel rüber. Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen mich selber verklickt. Dann können wir natürlich die Insel nicht treffen. Beziehungsweise den Spot. Und dann machen wir schöne Stop and Go und versuchen mal einen an den Haken zu bekommen. Hat zumindest schon mal geruckelt und hängt auch der erste Hecht. Und der kämpft natürlich schon mal da wie ein richtig großer, denn das ist auch ein richtig großer, nämlich ein Junger. Sehr gut. Direkt mal den dicksten Fisch an Land gezogen. Aber wenigstens eine Schnapszahl. Ja, also könnt ihr euer Pinchen schon wieder leer machen und neu auffüllen für den nächsten mit einer Schnapszahl. Wir wollen ja nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Ich habe jetzt tatsächlich 4 Würfe auf Hecht gemacht und jeder Wurf war ein Fisch. Das schon mal nicht schlecht. Guck mal, da schwimmt schon hinterher. Wir sehen die Bugwelle da hinten. Aber diesmal konnte ich ihn nicht haken. Aber von der Bissfrequenz her ist das schon krass. Da kommt der nächste. Und auch der hängt. Okay, läuft. Also, ja, Medium Spoon schon mal gut. 306 leider diesmal. Diesmal müsste leider lustig bleiben. Aber ich gebe natürlich immer mein Bestes, dass die Flasche leer wird, Freunde. Ach, da schon wieder. Schon wieder einer, der hinterherläuft. Mein Gott, die beißt. Na, der nächste, der hinterherläuft. Was ist denn da los? Die beißen ja wie die Wilden, als wenn die noch nie einen Köder gesehen haben. Vielleicht sind sie deshalb ja auch so klein, weil die einfach so unterernährt sind. Durch die Lachs haben die natürlich hier eine starke Nahrungskonkurrenz. Da müssen wir erstmal gegen ankommen. Mal gucken, ob diesmal auch einer wieder kommt. Auf jeden Fall flaches Wasser hier. Aber hier stehen genug Hecht. Auch jetzt läuft wieder einer nach und der hängt diesmal sicher. Mal gucken, ob wir noch einen normalen kriegen können. Alles die Jungdinger, die wir bis jetzt bekommen. Vielleicht mit einem größeren Köder mal gleich versuchen. Ah, 332, das ist knapp daneben. 1 Gramm an seinem Bruder von gerade dran. Aber wer jetzt zwischendurch mal so ein paar Fische am Fließband angeln will, ist auf jeden Fall bei den Hechten hier richtig. Aber lohnen tut sich das Ganze natürlich überhaupt nicht.
Ja, vielleicht ist man mal gefrustet, weil man hier sonst nichts fängt, nichts an den Haken bekommt, dann ab zu den Hechten. Da ist man dann besser aufgehoben. Und jetzt kriegen wir den ersten Durchlang. Ohne Biss. Ne, da kommt noch einer. Ah, boah, der ging schon in die Bremse, Freunde. Was war das denn für ein Apparat? Aber leider nicht haken können. Der ist ja richtig abgezogen förmlich. Den hätte ich gerne gefangen, aber gut. Geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Hier noch was ordentlich Dickes an Land zu ziehen. Also die 3 Kilo müssen wir knacken hier. Auch jetzt läuft wieder einer nach, aber den kriegst du nicht gehakt, weil er den nicht voll attackiert. Ne, den haben wir nicht bekommen. Aber versuchen wir einfach weiter. Die Fische sind ja am Spot. Beißzeit wird, glaube ich, sogar immer besser. Obwohl die eigentlich schon nicht mehr zu toppen ist. Und da hängt der nächste. Da steigt der nächste volle Kanne ein, aber auch der ist klein. Auch wieder ein junger. 304, also alle so um die 300 Gramm. Etwas drüber. Aber ich werde gleich mal auf Pose switchen. Mal gucken, was da so geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir hier zumindest die Pose halbwegs kontrollieren können, weil die Strömung ja jetzt genau von unserem Rücken kommt. Müsste also eigentlich ohne groß abzudriften da liegen bleiben. Sollte also eigentlich machbar sein, wenn sie dann auf Pose zu fangen sind. Da läuft wieder einer nach. Aber den kriegst du nicht an den Haken. Aber ich glaube, das ist von Frequenz her eins der Videos mit den meisten Fischen, würde ich sagen. Zumindest mit den meisten Bissen. Und da kommen halt nur diese Turniervideos ran mit. Ah, da läuft schon wieder einer. Mit One by One oder sowas. Da gab es ja halt auch Fische am Fließband, aber hier fast jeder Wurf, bis glaube ich jeder Wurf oder einen vielleicht nicht. Doch selbst der letzte war noch. Oh, guck mal. Wir nähern uns langsam bei halbem Kilo. 458 Gramm. Jetzt wirklich jeder Wurf im Ziel. Ich meine, andere Köder funktionieren natürlich auch, ne? Ihr müsst jetzt hier nicht den Mediumsboden nehmen. Aber ich hatte den gerade noch drauf von dem letzten Video aus Alaska, wo wir versucht haben, damit Lachs zu fangen mit dem Equipment hier. Was jetzt bedingt erfolgreich war, sag ich mal, ja. Bis auf den Drill am Ende mal nicht alles rausbekommen. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann gerne da auch nochmal reingucken. Nur auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Na komm, ich würde sagen, einen Wurf machen wir noch hier mit der Pose. Ach, mit der Pose schon. Mit dem Medium Spoon. Und dann wechseln wir auf die Pose. Bevor wir hier alle Fische weggefangen haben. Denn gerade haben wir schon keinen Biss bekommen. Ja, schon wieder nicht. Sichere Zeichen zum Wechseln. Was haben wir denn hier? Na, oh. Ja, ich war noch auf Alligator-Hecht eingestellt. Dann switchen wir mal kurz das Equipment. Einzelne Haken müsste reichen für die kleinen, für die normalen auch. Shiner packe ich, glaube ich, nicht dran. Was habe ich hier noch dabei? Kleiner Elritz. Versuchen wir die mal. Die kleinen Elritzen, da fehlt immer noch ein R. Bis sie mal diesen Fehler korrigieren, ne? Weißt du, da kriegen sie es hin, aber hier eben nicht. Egal. So, hauen wir das Ding einfach mal ins Wasser. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt hier werfen. Ich werfe einfach mal und guck, was passiert, wa? 14 Meter. Pose treibt einen Tick nach links, aber nicht allzu viel. Ja, von der Tiefe habe ich jetzt natürlich auch keine Ahnung, aber die Pose steht zumindest, also scheint es jetzt immer nicht ganz verkehrt zu sein.
Warten wir mal ab, ob wir mit der Pose auch was an Land ziehen können. So ein leckerer Köderfisch, da kann er wohl kein Hecht Nein sagen. Die Frage ist nur, wie gut ich jetzt den Spotter getroffen habe. Aber normalerweise steigen die auf die ganzen Länge da immer ein, von daher müssten wir eigentlich so halbwegs drin sein. Dann steht die Pose auch fast still. Können wir mal ein bisschen ranholen. Ich werde die jetzt ein bisschen suchen müssen, bis wir sie gefunden haben. Also halt mit dem Medium Spoon war irgendwie effektiver, habe ich den Eindruck. Aber kann auch sein, dass wir jetzt den Spot hier ein bisschen aufgebraucht haben, dadurch, dass wir den ein bisschen stark befischt haben jetzt hier im ersten Moment. Hätte ich vielleicht direkt am Anfang mal auf Pose switchen sollen, als noch was los war. Egal. Versuchen wir mal weiter. Tick näher ran noch. Ich muss gleich noch mal ein bisschen weiter auswerfen. Nochmal Richtung Mitte der Insel da hinten. Und das Ganze dann nochmal versuchen. Ah, guck mal, zieht sogar ab. Zieht doch ab. Ich wollte schon sagen, ich habe doch da was wackeln sehen. 374 Gramm, auch kein Riese, aber der erste Fisch auf Pose. Kleine L-Ritzen gehen schon mal. Ich versuche gleich nochmal den Shiner. Aber ich versuche jetzt erstmal weiter zu werfen. Gucken wir, was der dazu sagt. Steht die Pose schief da hinten? Ja, ne? Hängt ein bisschen da hinten. Deshalb holen wir ein bisschen weiter ran. Ja, jetzt treibt sie. Hat einer? Jo, ich glaube schon. Die bleiben manchmal stehen, manchmal zieht sie ein bisschen mehr ab. War zumindest einer kurz zugange. Hat sich aber jetzt wohl entschieden, den Köder erstmal in Ruhe zu lassen. Erstmal ein paar Meter ranholen. So den optimalen Spot habe ich da wohl noch nicht gefunden. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Tiefe, vielleicht muss man auch noch variieren. Aber einen haben wir ja schon dran bekommen. Aber läuft nicht so gut. Läuft nicht so gut. Ich versuche mal gleich den Shiner dran zu machen. Immer mal ein paar Meter hier wieder ranholen. Und gucken, ob an dem Spot einer ist. Aber gerade hat auch erst am Ufer hier gebissen, ne? 9 Meter oder sowas. Also ein bisschen Spielraum haben wir da noch. Bei 14 hat gerade auch nichts gezupft. Ich hole jetzt mal hier immer auf 9 Meter ran. Gucken mal, ob hier vorne da noch was geht. Ja, hier vorne geht's wieder. Hier vorne ist noch mal so ein Spawn, der dann wieder aktiv ist. Aber zieht er auch ab? Das ist die Frage. Ich glaube, er wackelt noch, ja, er wackelt noch. Und abziehen tut er auch und den schleudern wir natürlich direkt an Land. Ah, 422. Nicht der größte, aber Fisch ist Fisch. Ich mache jetzt mal den Shiner tatsächlich dran. Können wir mal den Haken switchen auf einen 2-0er. Wobei wir dann vielleicht viele Fehlbisse und viel Rumspiel mit den Ködern sehen werden. Ich werde es direkt mal auf 9 Meter versuchen.
Oder auch auf 8. Ja. Mal gucken, ob sie den Schein auch mögen. Ich, boah, für so Junge könnte fast ein bisschen groß sein. Aber wir wollen ja mal jetzt mal normal anfangen, ja, also. Guck mal, kommt zumindest schon mal eine Bugwelle, oder? Was war das? War das keine? Doch. Doch, er wackelt. Ah, guck mal, da sehe ich schon die Flosse von dem. Das muss ein großer sein. Das muss ein richtiger Trümmerfisch sein. Und der zieht ab. Und da haben wir den dicken. Freunde. Freunde, guckt euch das Viech an. 1,8 Kilogramm. Ich muss sagen, wenn ihr wirklich so mit Level, was weiß ich, mit 10 hinkommst, 46 XP ohne Premium, für so einen normalen Hecht, der sich jetzt eigentlich hier, okay, Scheine hat man jetzt natürlich nicht, ne? Aber, ja, kommt darauf an, wie gut die sich fangen lassen. Wenn man keinen Scheine hat. Wie gut kriegt man die dran mit den L-Ritzen? Ich glaube, die L-Ritzen hat man dann schon. Ah, guck mal, kommt direkt der nächste an den Start. Direkt der nächste, der da mit der Pose am Rumspielen ist, beziehungsweise mit dem Köder. Und die Pose zeigt es uns an. Auch der zieht an und der ist auch ein normaler, oder? Aha, guck an, mit dem Shiner und dem Zöllnerhaken klappt es besser. Ich werde gleich mal versuchen, die kleine L-Ritze dran zu machen. Um zu gucken, ob es an dem, an der Hakengröße vielleicht liegt, dass wir die normalen fangen. Das kann nämlich durchaus auch sein. Ich werde es versuchen, hier noch einen dritten Fisch zu fangen. Aber zwei normale direkt auf den Shiner ist schon mal ordentlich. Aber jetzt scheint auch gar keiner mehr da hinzukommen, zumindest im ersten Moment. Aber ich habe auch den Eindruck, dass wir jetzt schon einen Ticken zu weit sind. Das ist immer so ein geringes Spiel, deshalb hole ich hier nochmal ein bisschen ran. Gucken, ob hier noch einer einsteigt. Da hinten haben sie auch gebissen, also ja, auch auf den Medium Spoon haben die ja gebissen, von daher. Ich glaube, das ist nicht auf Meter an, aber ihr kennt ja, ne? Das sind halt die persönlichen Sachen. Ja, jetzt krieg ich, glaube ich, Verbindung verloren. Da schmiert mein Spiel wohl ab. Wir warten mal kurz, ob es sich fängt. Nö, natürlich nicht. Habe ich in letzter Zeit schon das ein oder andere Mal gehabt. Mal gucken, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ich starte mal wieder das Spiel neu. So, da sind wir wieder, aber ich werde mal direkt hier den Köder switchen. Nehme ich auf die kleine L-Ritze nochmal zurück und gucken, ob es jetzt an den Hakengröße liegt. Dass wir... Eigentlich stehe ich gerade anders, oder? Keine Ahnung. Dass wir gerade die beiden Normalgroßen gefangen haben. War das rechts schon eine Bugwelle? Oder war das nur wieder so ein Kreis auf dem Wasser? Oh, der zieht er direkt ab. Na gut, aber mit der kleinen L-Ritze fangen wir da die kleinen. Sieht auch aus wie so ein Haihaken. Kannst du eigentlich direkt einen Gaff benutzen, um die zu angeln. Das ist ein bisschen viel, glaube ich, für die kleinen. Aber gut, solange wir sie fangen, soll es mir egal sein. Ich glaube tatsächlich, dass es halt am Köder ein bisschen liegt. Dass wir hiermit eher tendenziell die Jungen fangen und mit dem Shiner dann eher die größeren, vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zumindest. Boah, kann es echt nicht einschätzen, aber ich glaube, ja, da ist wieder einer dran, ne? Manchmal kommen halt da so Ringe neben der Pose, die sehen aus wie so Bugwellen. Zumindest sehen die anders aus als die anderen Ringe hier, aber ist manchmal auch schwer zu sagen. Aber gut, wenn die Pose natürlich danach tanzt, weiß man Bescheid. Man könnte natürlich die Pose einfach flacher stellen, dann sieht man die Bugwellen auf jeden Fall sicher. Ne, aber hier kriegst du wieder die normalen. Die Jungen. Die normalen wollen wir ja, aber hier kriegen wir die Jungen. Dann mit dem 2-0er Haken. Schauen wir mal zurück auf den Shiner. Gucken, ob wir damit nochmal einen normalen bekommen. Das wäre ja mal interessant zu sehen jetzt.
Wenn wir da überhaupt noch einer mitbekommen, das ist natürlich auch noch die andere Frage, ja. Aber auf die kleinen Rätsel haben wir jetzt eigentlich ganz gut Biss bekommen. Am Anfang ein bisschen schwieriger, aber jetzt hier, wenn wir nicht so weit werfen, dann kommen die eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn ich sie. Na gut, kommt dann auf, was man lieber möchte, ja. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt mächtig fangen wollen würde, ob ich die mit dem Spoon beangeln würde oder was weiß ich, Blinker, Spinner, geht ja alles. Oder eben mit der Pose. Ist halt ein bisschen Geschmackssache, was man lieber mag. Vor allen Dingen, was man für Köder zur Verfügung hat, weil den Medium Spoon, den hat man ja relativ schnell. Der ist ja mit Level 10 dann auch schon verfügbar, beziehungsweise sogar schon vorher, glaube ich. Und der Shiner eben nicht. Da bleibt halt dann auch nur die kleine L-Ritze übrig. Und was da mitzufangen ist, haben wir gesehen. Da war bis jetzt auch nichts Großes dabei. Nee, auf den Shiner. Kann echt sein, dass da nur die Großen beißen. Und dass man deshalb ab und zu mal weniger Bisse bekommt. Weil die hier vielleicht seltener sind. Ich meine, das ist natürlich eine gewagte Aussage nach, nach dreimal Auswerfen mit dem. Aber das sind natürlich hier auch statistische Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Ja. Zwei normale gefangen, beide auf Shiner. Das heißt, Shiner muss der Topköder sein. Ganz klar, da gibt es keine zwei Meinungen. Und wer trotzdem anderer Meinung ist, juckt keinen, ja. So. Habe ich dann auch mal gesagt. Aber wir wollen mal gucken. Hier geht nichts mehr. Ich werde jetzt nochmal zwei, drei Würfe mit dem Spoon machen. Vielleicht kriegen wir da noch was mit an Land gezogen. Und wenn nicht, lassen wir es sein. Denn so spannend ist das jetzt hier auch nicht. Keine großen Überraschung, die man erlebt. Ich glaube, wenn es wirklich ein Uni oder ein Trophy zumindest geben würde, dann wäre der in der Liste drin. Kann mir nicht vorstellen, dass den noch nie einer gefangen hätte. Deshalb werde ich jetzt nicht weiter groß nachsuchen. Da kommt zumindest der nächste Biss. Und das ist ein normaler? Ne, 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 ne. Aber ich glaube ein 400er. Ah! Guck mal, 464. Das ist schon mal fast ein fetter Brocken. Komm, Einwurf machen wir noch. Eins zum Abschluss. Gucken, ob es hier immer noch gut läuft auf den Medium Spoon. Ich glaube, hier könnte es. Oh, guck mal, da kommt schon der nächste. Hier könnte es, glaube ich, richtig geil sein, wenn dann die Oberflächenköder kommen. Sprich Popper und Stickbaits und was weiß ich. Weil hier halt relativ flach ist, die Fische beißen sehr gut, scheinen aggressiv hier zu sein. Und wenn die da richtig draufknallen auf die Oberflächenköder, ich glaube, das wird hier eine Top-Stelle. Auch wenn die Fische nicht so groß sind, aber ich glaube, so vom Fun-Faktor her wird das hier, glaube ich, ziemlich gut. Da bin ich gespannt drauf. Das soll es aber gewesen sein von diesem Video. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn wir heute eher die kleineren Fische gefangen haben, aber jetzt haben wir eben das ganze Arsenal hier komplett einmal durch. Das wollte ich zumindest noch machen, bevor hier das Gewässer gesperrt ist, beziehungsweise für ein höheres Level. Ich bedanke mich, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Petri Reil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.